In diesem Video geht es um das sogenannte Federpendel, was sozusagen das Beispiel für einen mechanischen harmonischen Oszillator ist. Wir können direkt mit dem Aufbau starten. Wir haben eine Masse, die mittels einer Feder irgendwie zum Beispiel hier an der Decke befestigt ist. Und wir lenken diese Masse aus irgendeiner Ruhelage oder aus der Ruhelage aus. So, das hier ist die Masse M und die Haupteigenschaft aus der physikalischen Sicht für eine Feder ist die sogenannte Federkonstante und dieser wird üblicherweise mit D bezeichnet. Die Federkonstante, die haben wir bei dem Hooke'schen Gesetz kennengelernt, die besagt einfach, welche Kraft wirkt, wenn wir diese Feder auseinanderziehen bzw. zusammendrücken. Und die Federkonstante hat die Einheit Newton pro Meter. Sagen wir zum Beispiel, diese Feder hat eine Federkonstante von 2 Newton pro Meter. Das würde bedeuten, dass wenn wir die Feder um einen Meter zusammendrucken, also wie man jetzt diese Feder durchdrucken, einen Meter kürzer, dann wirkt eine Kraft von dieser eine Meter mal die Federkonstante, also ein Meter mal 2 Newton pro Meter. 1 mal 2 ergibt 2. Damit würde eine Kraft von 2 Newton wirken. So, nach dem Hooke'schen Gesetz müssen wir also wissen, um welche Strecke hat sich die Länge der Feder verändert. Und damit können wir eine Kraft ausrechnen. In diesem Fall bezeichne ich die Kraft mit F von t, weil wir auch eine Schwingung haben werden. Das bedeutet, diese Kraft wird sich in der Zeit verändern. Deshalb ist sie von der Zeit abhängig. Zu einem Zeitpunkt haben wir diese Federlänge, zu einem anderen Zeitpunkt haben wir eine andere Federlänge und damit eine andere Kraft. Und Stichpunkt Federlänge bzw. die Federausdehnung. Die können wir ausrechnen, indem wir einfach die Strecke zwischen dem Mittelpunkt hier und der Ruhelage bestimmen. Das bezeichnen wir dann mit Delta L von t. Das ist die Ausdehnung dieser Feder zur Zeit t und gleichzeitig aber auch die Auslenkung der Masse m aus der Ruhelage. Nun sollten wir das notieren, damit wir das nicht vergessen. Also eine physikalische Betrachtung des Ganzen. Wir haben einmal S von t, das ist jetzt die Auslenkung der Masse aus der Ruhelage zur Zeit t. Dann haben wir Delta L von t, das ist die Federausdehnung, das heißt die Längenänderung der Feder verglichen mit ihrer normalen Länge. Also sagen wir, wenn wir jetzt hier die Ruhelage haben, hat die Feder eine Länge von, sagen wir, 3 Metern. Und jetzt lenken wir die Masse um 1,5 Meter. Dann ist die Federausdehnung 1,5 Meter wegen 3 minus 1,5. Oder das Ganze nochmal mit anderen Zahlen durchspielen. Sagen wir, diese Feder hat im Normalfall eine Länge von 5 Metern und wir lenken die Masse um 3 Meter aus der Ruhelage aus, damit wird diese Feder um 3 Meter verkürzt und diese Ausdehnung beträgt dann 3 Meter bzw. das negative minus 3 Meter sogar in diesem Fall. So, also es gilt sogar die Gleichheit zwischen der Auslenkung und um die Längenänderung dieser Feder. Die Federausdehnung zu Zeit t entspricht der Auslenkung der Masse m aus der Ruhelage, natürlich auch zu Zeit t. Nach dem Hooke'schen Gesetz können wir auch diese Kraft berechnen. Das ist dann die Federkonstante mit einem Minus versehen mal die Längenänderung dieser Feder. Und da wir wissen, S von t ist gleich Delta L von t, können wir auch direkt schreiben, minus d mal S von t entspricht jetzt der Kraft, die zu Zeit t herrscht.
Also nach dem Hooke'schen Gesetz ist die Federkraft proportional zu der Federausdehnung. Die Proportionalitätskonstante ist an dieser Stelle minus d. Also nochmal, um die Kraft zu berechnen, muss ich nur die Federkonstante kennen. Und wenn ich diese mit der Längenänderung bzw. mit der Auslenkung aus der Ruhelage multipliziere, erhalte ich direkt die Kraft. Eine Kraft kann man natürlich auch allgemeiner bestimmen. Und zwar nach der Grundgleichung der Mechanik können wir die Kraft berechnen, indem wir die Masse, also unser m, mit der jeweiligen Beschleunigung multiplizieren. Was ist die Beschleunigung? Die Beschleunigung ist die Änderungsrate der Geschwindigkeit, also die erste Ableitung der Geschwindigkeit zur Zeit t. Was ist die Geschwindigkeit? Die Geschwindigkeit ist die Änderung der Position zur Zeit t. Das bedeutet, die Beschleunigung ist gleichzeitig die zweite Ableitung der Auslenkung zur Zeit t. Und diese Formel hier gilt nach der Grundgleichung der Mechanik, also unser Standardwerkzeug an dieser Stelle. Warum machen wir das Ganze? Also ich möchte an dieser Stelle verdeutlichen, wie die Vorgehensweise in der Wissenschaft ist. Also wir wollen das Federpendel untersuchen. Und natürlich musste man dazu Experimente durchführen, aber an dieser Stelle gibt es noch irgendwie so gar keine richtige Fragestellung. Und durch die mathematische Betrachtung, durch die theoretische Betrachtung können wir zu Vermutungen kommen oder zu Hypothesen, die wir dann in einem Experiment durchführen, untersuchen können. Und im Prinzip haben wir schon die Gleichungen aufgestellt und ich zeige euch, wie man jetzt aus diesen Gleichungen zu einer Fragestellung oder zu einem mathematischen Zusammenhang kommen kann, das man in einem Experiment untersuchen könnte. Bevor wir aber das machen, möchte ich noch eine kurze Anmerkung zur Notation machen. Und zwar, in der Physik wird die Ableitung einer Funktion nach der Variablen t mit einem Punkt gekennzeichnet. Diese Schreibweise geht auf Isaac Newton zurück. Sie wird die Newtonsche Notation genannt. Machen wir jetzt ein Beispiel hier. Zum Beispiel die Ableitung, andersherum, also die Beschleunigung ist die Ableitung der Geschwindigkeit und jetzt machen wir in der Physik nicht hier einen Strich, sondern wir machen einen Punkt über das v. Das bedeutet, wir leiten diese Funktion nach t ab und wenn wir die zweite Ableitung machen wollen, machen wir einfach zwei Punkte drüber. Und diese Schreibweise wurde von Newton zuerst verwendet und es ist eine Notation, die sich in Physik eigentlich durchgesetzt hat, wenn wir nach der Variable t ableiten. Der Grund ist, wenn man jetzt längere Rechnungen macht, längere Umformungen, irgendwann ist es ziemlich lästig, ständig dieses von t da hinzuschreiben. Und irgendwann lässt man die Klammer und das t einfach weg, weil es ja sowieso klar ist, dass es von t abhängt. Und so kann man das viel kompakter hinschreiben. Und wenn man ableiten möchte, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, nach welcher Variable man ableiten muss. Manchmal ist es der Ort, manchmal die Zeit. Und um die gut unterscheiden zu können, hat man jetzt gesagt, okay, die Newton'sche Schreibweise ist ziemlich kompakt. Lass uns diese für die Ableitung nach der Zeit nehmen. So, zurück zu unserem Problem. Wir haben einmal die Grundgleichung der Mechanik. F von t ist Masse mal Beschleunigung und die Beschleunigung ist die zweite Ableitung der Position. Und beim Federpendel einfach die zweite Ableitung der Auslenkung. Gleichzeitig gilt nach dem Hooke'schen Gesetz, die Kraft zur Zeit t ist die Minusfederkonstante mal die Auslenkung zur Zeit t.
Wir sehen es also hier einen Ausdruck für f von t und hier einen anderen Ausdruck mit f von t, und das schreit eigentlich schon danach, dass es gleichgesetzt werden kann. Und das machen wir jetzt auch. Damit ist die Masse mal die zweite Ableitung der Auslenkung zur Zeit t gleich minus die Federkonstante mal die Auslenkung zur Zeit t. So, das hier ist eigentlich das, was wir untersuchen wollen. Üblicherweise macht man Folgendes: Man möchte die zweite Ableitung alleine auf der linken Seite haben, und damit muss die Masse hier auf der linken Seite verschwinden, und deshalb teilen wir beide Seiten der Gleichung durch m und erhalten die zweite Ableitung der Auslenkung zur Zeit t ist das gleiche wie minus d durch m mal die Auslenkung zu Zeit t. Das, was wir hier sehen, ist eine sogenannte Differentialgleichung. Eine Differentialgleichung ist eine Gleichung, in der eine Funktion und ihre Ableitungen vorkommen. Ja, wir haben jetzt hier die Auslenkung zu Zeit t, also das ist die Funktion, die mit deren Hilfe wir die Auslenkung zu einer bestimmten Zeit ausrechnen können. Und auf dieser Seite kommt die Ableitung dieser Funktion s, sogar die zweite Ableitung davon. Und wenn wir Gleichungen dieser Form haben, sprechen wir von sogenannten Differentialgleichungen. Gesucht wird also eine Funktion mit bestimmten Eigenschaften. Ja, diese Gleichung wird jetzt nicht von einem Zeit, also von irgendeiner Zahl gelöst, sondern wir suchen nach Funktionen, die diese Eigenschaften haben. Und welche Eigenschaft ist das? Wenn ich eine Funktion s ableite, und zwar zweimal ableite, bekomme ich im Wesentlichen die gleiche Funktion nochmal, die dann aber mit minus d durch m multipliziert wird. Also die zeitliche Auslenkung eines Federpendels wird von einer Funktion s beschrieben, die zweimal abgeleitet das Negative von sich selbst multipliziert mit dem Faktor d durch m ergibt. Das Lösen von solchen Gleichungen, also von Differentialgleichungen, ist eigentlich die Hauptbeschäftigung von der theoretischen Physikerinnen und Physikern. Wir haben jetzt eine Differentialgleichung, die verglichen mit anderen Differentialgleichungen eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Es handelt sich eigentlich um die zweiteinfachste Sorte, die es eigentlich geben kann. Natürlich ist es nicht so einfach, wenn man eine Differentialgleichung zum ersten Mal sieht. Und bevor wir jetzt hier irgendwelchen mathematischen, theoretischen Grundlagen zur Lösung von Differentialgleichungen aus der Werkzeugkiste rausholen, zeige ich euch, wie man zu dieser Lösung mit Hilfe eines Experimentes kommen kann. Also wir werden jetzt nicht hier mit mathematischen Werkzeugen diese Differentialgleichung lösen, sondern wir werden uns eine Situation anschauen. Aus dieser Situation werden wir die Funktion s herausbekommen, und dann werden wir zeigen, diese Funktion s hat die gewünschten Eigenschaften, und damit ist sie eine Lösung von dieser Differentialgleichung, und damit bekommen wir eine Bewegungsgleichung unseres Federpendels, und diese Bewegungsgleichung können wir dann in einem Experiment auf ihre Gültigkeit überprüfen. Also unser Ziel ist, wir begeben uns auf die Suche nach einer Funktion, die diese Eigenschaft besitzt. Nun kommen wir zu dem Experiment. Und zwar stellen wir uns Folgendes vor. Wir haben so einen Aufbau, und natürlich haben wir ein Federpendel. Und neben dem Federpendel haben wir jetzt eine Kugel, die mit einer Stange an einem Motor verbunden ist. Und diese Kugel auf dieser Stange führt jetzt eine gleichmäßige Kreisbewegung durch. Und dann schauen wir uns nicht die Bewegung direkt an, sondern machen Folgendes: Nehmen eine Lampe und
beleuchten einfach bei der Kugel hier eine Kugel an einer Feder, also ein Federpendel, und hier eine Kugel, die hier mit Hilfe eines Motors eine gleichmäßige Kreisbewegung durchführt. Und dann nehmen wir einen Schirm und natürlich wirft diese Kugel hier einen Schatten auf den Schirm. Das wäre jetzt so Schatten-Feder. Und natürlich auch diese Kugel, die die Kreisbewegung macht, auch diese Kugel wirft natürlich einen Schatten. Und diesen Schatten nenne ich Schattenkreis. Und in der Zeichnung lasse ich das weg mit dem Schatten der Feder und auch mit dem Schatten dieser Stange hier oder von dem Motor. Also ich konzentriere mich jetzt hier nur auf die Schatten dieser beiden Kugeln. Das ist das Wesentliche, das ist das, was ich verfolgen möchte. Das Experiment werden wir uns in einer Algodoo-Simulation anschauen. Aber damit es nochmal klarer wird, wie man den Aufbau zu verstehen hat, zeige ich euch erstmal eine 3D-Animation von diesem Aufbau. Okay, wir haben jetzt hier die Lampe, die Lichtquelle und unsere beiden Kugeln, unsere beiden Massen. Einmal die blaue Masse, die ist hier mit einer Stange an einem unsichtbaren Motor verbunden. Und hier die rote Kugel, die mit einer Feder an einer unsichtbaren Decke oder an einem unsichtbaren Stativ verbunden ist. Also starten wir jetzt die Animation. So, und jetzt wandern wir so ein bisschen in dieser 3D-Welt. Wir sehen diese Schwingung und die Kreisbewegung verlaufen mehr oder weniger synchron. Und wenn wir uns jetzt den Schatten angucken und den Schatten der Feder und den Schatten der Stange uns wegdenken, sind wir nicht mehr in der Lage zu unterscheiden, welcher der beiden Schatten zu der Kreisbewegung und welcher zu der Federbewegung gehört. Und das werden wir uns auch zunutze machen. Es gilt nämlich, dass die Projektion, also wenn man jetzt einen Schatten bildet, hat man jetzt eine Bewegung, die, also diese Kreisbewegung findet in zwei Dimensionen statt und die Lichtquelle bildet diese Bewegung nur auf eine senkrechte Komponente ab. Ja, also die zweidimensionale Bewegung, die Kreisbewegung der blauen Kugel, wird auf eine eindimensionale Bewegung des Schattens auf dem Schirm reduziert. Okay, jetzt kommen wir zu der Simulation. Ich mache Folgendes, mache hier das Koordinatengitter an. Das erleichtert mir, die Objekte hier zu platzieren. Und damit ich jetzt nicht so viel umrechnen muss, schalte ich die Gravitation aus. Also es würde auch mit Gravitation funktionieren, ohne ist es aber für mich einfacher. Wir starten mit dem Federpendel und brauchen eine Masse. Ich entscheide mich jetzt für eine kreisrunde Form und als Radius habe ich jetzt 0,25 Meter genommen. Im Prinzip ist es aber egal. So, jetzt ein Federwerkzeug. Den verbinde ich jetzt mit dem Mittelpunkt der Kugel, der Masse, und ziehe eine Feder mit der Länge 2 Meter. Und das ist im Prinzip schon ein Federpendel. Ich möchte die Feder nur kurz bearbeiten. Und zwar die Federkonstante setze ich auf 40 Newton pro Meter. Und ich schalte die Dämpfung aus. Die Dämpfung bedeutet einfach, wenn wir unser Federpendel schwingen lassen, werden die Auslenkungen immer kleiner und irgendwann kommt unser Federpendel zur Ruhe. Das passiert in der echten Welt natürlich ja auch. Der Grund ist, wenn sich die Feder ausdehnt und zusammenzieht, wird sie immer wärmer. Also die kinetische Energie von dem Federpendel fließt in die Wärmeenergie von der Feder und dadurch
entweicht sozusagen die kinetische Energie hier. Das schalten wir aber aus, indem wir die Dämpfung auf 0 setzen. Und das wäre also eine ideale Feder. So, und wenn wir die Masse jetzt um 1 Meter auslenken und die Simulation starten, haben wir jetzt eine Schwingung. Die gefällt mir noch nicht ganz. Und zwar ist die Masse, die sich bewegt, noch ein bisschen hoch. Ich gehe mal auf das Material und setze die Masse auf 10 Kilogramm. Dann können wir gleich die Schwingung besser verfolgen. So, das ist deutlich angenehmer. Ich stoppe das mal und setze kurz zurück, dass wir jetzt diese Auslenkung haben. Und jetzt brauchen wir noch eine gleichförmige Kreisbewegung. Dazu brauchen wir jetzt sowas wie diese Verbindungsstange. So, diese zeichne ich hier. Etwas länger als 1 Meter. So, in diesem Punkt ist unsere Drehachse. Das ist gleich unser Motor. Und an diesem Ende wollen wir eine Masse platzieren. Am besten eine mit der gleichen Größe wie die hier. Die habe ich jetzt da platziert und verbinde sie jetzt mit dieser Stange hier hinten. So, wenn wir jetzt gleich die Simulation starten, wird sich unser rechter Teil des Experiments noch nicht bewegen. Was wir machen müssen ist, wir klicken mit der rechten Maustaste auf diese drehbare Verbindung und bei der Drehachse kann man ein Häkchen bei dem Motor setzen und hier die Drehzahl des Motors einstellen. Momentan sind wir jetzt bei 15 RPM oder RPM. Das sind 15 Rotationen pro Minuten oder hier Umdrehungen pro Minute. Wir können einmal gucken, wie das Ganze funktioniert. So, wir haben jetzt hier eine Kreisbewegung, da eine Federbewegung. Und gerade ist es so, dass es nicht so aussieht wie in der Animation. Die verlaufen, man sieht es, dass das jetzt nicht synchron verlaufen. Ich gehe mal etwas zurück. So, jetzt habe ich das rückgängig gemacht. Okay, und jetzt gehen wir nochmal zu der Drehachse, muss den Motor nochmal einschalten. Und man könnte natürlich ausprobieren, welche Umdrehungszahl gewählt werden muss, damit es synchron verläuft. Ich habe aber den Vorteil, dass ich die Formeln kenne, die wir bestimmen wollen und war in der Lage, die richtige Drehzahl des Motors zu berechnen. Keine Angst, bald könnt ihr das auch. Um das synchron verlaufen zu lassen, muss die Drehzahl des Motors bei 19,09895 liegen. So, das ist jetzt gut genug. Enter. Und jetzt haben wir eine Kreisbewegung und eine Federpendelbewegung, die aufeinander abgestimmt sind. So, falls ihr mir nicht glaubt, dass es wirklich synchron verläuft, können wir natürlich die Simulation kurz unterbrechen. Und jetzt nehmen wir ein Laserwerkzeug und platzieren es hier irgendwo auf unserem Kreis. Das ein bisschen verschieben und hoffen. Jetzt stört das Gitter, weil es ja haftet. So, hoffen wir, dass unser Laser jetzt an der Kugel haften bleibt. So, das ist der Fall. Und wir sehen anhand des Laserstrahls, dass sich das Federpendel und die Kugel, die eine Rotationsbewegung durchführt, dass sich die beiden immer auf der gleichen Höhe befinden. Und das Gute dabei ist, da die Kreisbewegung kennen wir schon. Und um das
Federpendel beschreiben zu können, müssen wir es einfach noch hinbekommen, die Kreisbewegung auf die Bewegung in Y-Richtung zu reduzieren. Halten wir unsere Beobachtung fest. Die Bewegungen der Schatten verlaufen synchron. Allein aufgrund der Schattenbewegungen lässt sich nicht entscheiden, zu welcher Bewegung der jeweilige Schatten gehört. Und jetzt die Erläuterung. Die Projektion einer gleichmäßigen Kreisbewegung auf einer Koordinatenachse entspricht der Bewegung eines ungedämpften harmonischen Oszillators. Um die Projektion durchzuführen, müssen wir natürlich einiges über die Kreisbewegung wiederholen. Also die Kreisbewegung ist, wie schon der Name sagt, eine Bewegung auf einer kreisrunden Bahn. Das ist, also dieser Kreis ist jetzt die Bewegungsbahn und hier in der Mitte haben wir den Mittelpunkt davon. Und ich starte jetzt hier mit so einem, sozusagen so eine Referenzstrecke. Also das ist jetzt eine Strecke, die den Mittelpunkt und den Startpunkt der Bewegung verbindet. Und zu dieser Strecke möchte ich den verstrichenen Winkel messen. Deshalb markiere ich sie hier. So, nun gucken wir uns einen Zeitpunkt T an, also sagen wir 1 Sekunde, 2 Sekunden, 5 Sekunden, 42 Sekunden, das ist im Prinzip egal, einen beliebigen Zeitpunkt und markieren mit einem Pfeil die Position eines Körpers zu diesem Zeitpunkt. Also sagen wir, wir haben jetzt eine sehr langsame Bewegung und nach 42 Sekunden sind wir hier angekommen und das wird mit diesem Zeiger verdeutlicht oder mit dem Pfeil. Zu den Zeigern kommen wir gleich. So, das ist jetzt unser Pfeil S von T. S von T bezeichnet einfach die Position unseres Körpers zum Zeitpunkt T. Und in dieser Situation ist auch ein Winkel von einer gewissen Relevanz. Dieser hier, also nennen wir diesen Winkel Alpha. Wie kann man diesen verstrichenen Winkel zum Zeitpunkt T berechnen? Das ist die Winkelgeschwindigkeit Omega multipliziert mit der Zeit. Ja, also Winkel pro Sekunde mal Zeit ergibt den verstrichenen Winkel. Wir können aber auch direkt einige Aussagen über die Geschwindigkeit und Beschleunigung von unserem Körper treffen. Und zwar ist die Geschwindigkeit, die ich hier rot markiere, natürlich senkrecht zu dem Radius oder tangential zu der Kreisbahn. So, der rote Pfeil ist die Geschwindigkeit zur Zeit t. Und da diese Strecke gleichzeitig ein Radius von dieser Bahn ist, liegt die Strecke oder der Pfeil v von t senkrecht zu dem Pfeil s von t. Und die Zentripetalbeschleunigung ist wiederum senkrecht zu der Geschwindigkeit und zeigt zum Bahnmittelpunkt. Und das wäre zum Beispiel jetzt hier diese blaue Strecke, die auf der schwarzen Strecke liegt. Und weshalb die Pfeile? Wir sind jetzt hier als Körper auf der Umlaufbahn. Deshalb der Zeiger, der sozusagen von Mittelpunkt auf den Kreis zeigt und die Beschleunigung mit dem Pfeil Richtung Mittelpunkt. Im Prinzip könnten wir mit diesem Bild unsere gewünschten Projektionen durchführen. Ich finde es aber nicht ganz so übersichtlich. Und deshalb werden wir gleich sogenannte Zeigerdiagramme uns anschauen. Ich finde, es ist eine sehr gute Sache und außerdem kommt sie nochmal vor bei dem Thema Elektrodynamik. Da spielen Zeigerdiagramme eine sehr wichtige Rolle und ich finde es schön, wenn wir uns an dieser Stelle dann einfach an das hier erinnern und nicht alles neu erarbeiten müssen. Bevor wir jetzt aber mit den Zeigerdiagrammen starten, würde ich gerne ein paar Erläuterungen zu dieser Zeichnung machen. Und zwar der Pfeil S von T und der Pfeil V von T sind orthogonal zueinander, hier das Zeichen der Orthogonalität. Anders ausgedrückt, der Winkel zwischen den Pfeil S von T und V von T beträgt 90 Grad.
falls ihr diese Schreibweise nicht kennt, das ist jetzt ein Symbol eines Winkels, Klammer auf, zwei Objekte, zwischen denen der Winkel gebildet wird, Klammer zu, gleich 90 Grad, bedeutet, der Winkel zwischen dem Pfeil S von T und V von T beträgt 90 Grad. Dann können wir noch etwas zu S von T und A von T sagen, die sind ja parallel zueinander. Dann können wir nochmal das Parallelitätszeichen wiederholen. Und an dieser Stelle finde ich das nicht ausreichend, weil es stimmt zwar, dass sie parallel zueinander sind, allerdings fehlt mir an dieser Stelle die Information, dass sie entgegengesetzt sind. Deshalb finde ich eigentlich die Schreibweise mit dem Winkel in dieser Situation schöner, angemessener. Dann können wir den Winkel zwischen dem schwarzen Pfeil und dem blauen Pfeil, der beträgt ja 180 Grad, weil die Pfeile sich entgegengesetzt sind. So, nun kommen wir zu den Zeigerdiagrammen. Es unterscheidet sich aber nicht großartig von dem, was wir hier haben. Also vieles können wir mehr oder weniger übernehmen. Was wir jetzt hier einführen, ist ein Koordinatensystem. Ich zeichne hier zuerst die Y-Achse, dann die X-Achse und an die Enden der Achsen mache ich jetzt keine Pfeile, damit wir jetzt nicht durcheinander kommen, was ist jetzt eine Koordinatenachse, was ist irgendwie ein anderes Pfeil, deshalb hier ohne Spitzen. So, jetzt kommt unsere Kreisbahn und im Prinzip der erste Teil des Bildes. Wir starten mit der Position zum Zeitpunkt T. Das ist natürlich S von T. So, zu dieser Situation gehört ein Winkel Alpha. Und jetzt kommen wir zu der Projektion. Also wir brauchen von diesem Pfeil die Y-Koordinate. Wie bekommen wir diese? Indem wir senkrecht zu dieser X-Achse eine Verbindungsstrecke mit der Spitze von dem Pfeil zeichnen. Das ist die, also die Länge dieser Strecke ist die Y-Koordinate der Spitze von diesem Pfeil. So, dieser steht natürlich senkrecht dazu. Und um das Dreieck zu vervollständigen, zeichne ich noch den oder benenne ich den Winkel, der dann noch fehlt. Das ist der Winkel Beta. Und die gestrichelte Linie, das ist die Projektion von dem Pfeil S von T. Und man sollte Dinge so benennen, dass man direkt weiß, was es ist. Und deshalb SY von T, das bedeutet die Y-Komponente von diesem Pfeil. So, wenn man sich das ganz genau anschaut, haben wir hier einen rechten Winkel, einen Winkel Alpha, eine Gegenkathete und eine Hypotenuse und das schreit sozusagen nach dem Sinus des Winkels Alpha. Das ist nämlich die Gegenkathete geteilt durch Hypotenuse, also SY von T ist SY von T geteilt durch S von T ist der Sinus von Alpha. Wir sind natürlich an der Strecke SY von T interessiert, also eine kurze Äquivalenzumformung. Wir multiplizieren beide Seiten der Gleichung mit S von T und erhalten SY von T ist S von T mal Sinus von Alpha. So, warum heißt das Ganze jetzt Zeigerdiagramm oder was ist der Unterschied von diesem Bild zu diesem Bild? In diesem Bild zeichnen wir alle Pfeile angefangen in dem Punkt 0,0, in den Ursprung. Also werden wir jetzt diesen roten Pfeil dort starten und dahin legen. So, das ist jetzt unser Pfeil V von T und dieser steht senkrecht zu dem Pfeil S von T. Das ist jetzt diese Aussage hier. So, V von T gestrichelt ist die Y-Komponente von diesem Pfeil. Wie macht man das? Man nimmt wieder hier den rechten Winkel und geht senkrecht bis zu der Spitze von diesem Pfeil. Und diese Strecke ist Vy von T. Wie gesagt, bietet sich einfach an, die Komponenten mit einem Index zu versehen, damit man auch weiß, wozu das Ganze gehört.
So, jetzt suchen wir nach den Winkeln. Wir haben von da nach da den vollen Winkel von 180 Grad. Da liegt Alpha, da liegt 90 Grad, also ist dieser Winkel hier 180 Grad minus 90 Grad minus Alpha, beziehungsweise wenn wir diesen Winkel nehmen, plus 90 Grad plus Alpha, kommen wir auf 180 Grad. Damit ist dieser Winkel der Winkel Beta, weil Alpha plus Beta plus 90 Grad ist 180 Grad. Alpha plus 90 Grad plus der gesuchte Winkel muss auch 180 Grad sein. Also ist dieser Winkel hier der Winkel Beta. Da ist der rechte Winkel, also da oben in der Ecke ist wiederum der Winkel Alpha. So, da unten Beta und hier der Winkel Alpha. Und auch hier haben wir jetzt ein rechtwinkliges Dreieck. Diesmal aber mit einer Ankathete und der Hypotenuse. Wenn wir jetzt uns auf den Winkel Alpha beziehen, warum möchte ich Alpha haben? Weil ich Alpha mit Omega mal t ausdrücken kann. Also ist Vy von t geteilt durch V von t der Cosinus des Winkels Alpha, weil wir hier eine Ankathete haben. Also Vy von t geteilt durch V von t ist Cosinus von Alpha. Und auch das möchte ich nach Vy von t auflösen. Multipliziere also beide Seiten der Gleichung mit Cosinus Alpha und erhalte Vy von t ist gleich V von t mal Cosinus Alpha. Und die letzte Sache, der letzte Zeiger, diesen zeichnen wir einfach hier angefangen im Mittelpunkt. So, das ist A von t. Und die Projektion davon Ay von t, so wie in diesem Bild und diesem Bild. Nun suchen wir nach den Winkeln. Da wir jetzt hier 180 Grad haben, ist dieser Winkel hier und dieser Winkel hier, die beiden sind Scheitelwinkel, also ist der Winkel hier Alpha. Und da wir jetzt dann 90 Grad haben, muss dieser Winkel dort entsprechend Beta sein. Also Alpha dort, Beta hier. Und auch hier können wir mit den trigonometrischen Funktionen arbeiten. Wir haben einmal die Gegenkathete von dem Winkel Alpha und die Hypotenuse von diesem Dreieck. Eine Sache müssen wir aber beachten. Diese Strecke Ay von t, die geht ja in dem Koordinatensystem nach unten. Also müssen wir diese Strecke mit einem negativen Zeichen versehen. Das bedeutet Ay von t geteilt durch A von t ist minus der Sinus von Alpha, weil das Dreieck verglichen mit, also diese Strecke ist eine positiv gerechnete Strecke und diese ist ja negativ gerechnet, weil sie sich unterhalb der x-Achse befindet. Und auch hier können wir eine Äquivalenzumformung durchführen. Ay von t ist minus A von t mal Sinus Alpha. Und jetzt kommen wir noch zu den paar Formeln, die wir die wir aus dem Bereich der Kreisbewegung kennen. Und zwar gilt einmal Alpha ist Omega mal t. Omega ist 2π mal f. Und in diesem Zusammenhang ist der Radius gleichzeitig die Amplitude einer Schwingung. Warum ist es so? Wenn wir den Schatten betrachten, haben wir in diesem Punkt die maximale Auslenkung des Schattens und da die maximale Auslenkung des Schattens. Die Länge dieser Strecke ist der Radius und die Länge dieser Strecke ist der Radius, also vom Nullpunkt bis nach da haben wir die Amplitude und die Amplitude entspricht dem Radius. Das bedeutet, in diesen Formeln können wir die Radien durch die Amplitude gleich ersetzen. So, ich notiere das Ganze nochmal. Der Radius der Kreisbahn entspricht natürlich der Amplitude der Schwingung. So, kommen wir jetzt zu Sy von t.
Das ist S von t mal Sinus Alpha. Und das ist nichts anderes als der Radius mal Sinus Omega mal t. Ja, diese Strecke entspricht dem Radius, also S von t hat immer die gleiche Länge. Deshalb kann ich auch den Radius direkt hinschreiben. Und der Sinus Alpha ist Sinus Omega mal t, weil der Winkel zum Zeitpunkt t ist einfach die Winkelgeschwindigkeit mal t. So, bei der Geschwindigkeit haben wir Vy von t ist gleich V von t mal Cosinus Alpha. V von t ist Omega mal r mal Cosinus Alpha. Jetzt können wir den Radius durch die Amplitude ersetzen. Omega bleibt so stehen mal Cosinus von Omega mal t. Jetzt haben wir wieder den Winkel Alpha ersetzt. Und bei dem AY von t bedienen wir uns an der Zentripetalbeschleunigung. Diese ist Omega Quadrat mal r mit dem Minusvorzeichen, von da müssen wir jetzt auch hier übernehmen, mal Sinus Alpha, und auch hier können wir Alpha mit Omega mal t ersetzen und bekommen für AY von t minus Omega Quadrat mal die Amplitude mal Sinus Omega mal t. Und wenn unsere theoretische Überlegung richtig ist, müssten diese Gleichungen hier die Bewegungsgleichungen eines harmonischen Oszillators sein. Okay, kommen wir jetzt zu der letzten Folie. Und zwar betrachten wir jetzt hier die Bewegungsgleichungen einer harmonischen Schwingung. Das sind also die Gleichungen, die wir jetzt gerade erarbeitet haben. Anzumerken ist, dass es sich streng genommen um einen Spezialfall handelt, und zwar, dass die Zeitmessung beginnt in der Ruhelage. Das bedeutet, die Auslenkung zu Zeitpunkt 0 Sekunden ist 0 Meter und die Anfangsgeschwindigkeit ist positiv. Das bedeutet, die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 0 Sekunden ist größer als 0 Meter pro Sekunde. In unserem Beispiel, mit dem wir jetzt angefangen haben, also bei dem Federpendel, bedeutet es, wir haben zuerst die Masse in der Ruhelage. Und jetzt schubsen wir die sozusagen in die positive Richtung, also meinetwegen nach oben, und starten gleichzeitig die Zeitmessung. Ja, und mit diesem Spezialfall kann man eigentlich jede mechanische Schwingung super beschreiben. Man muss einfach nur den Nullpunkt der Zeitmessung entsprechend setzen. Okay, unsere Bewegungsgleichungen waren also: S von t ist die Amplitude mal Sinus Omega von mal t. V von t ist Omega mal die Amplitude mal Cosinus Omega mal t. Und die Beschleunigung minus Omega Quadrat mal die Amplitude mal Sinus Omega mal t. Und das Omega ist natürlich die Winkelgeschwindigkeit. Okay, kommen wir jetzt zu der Anwendung auf das Federpendel. Womit haben wir angefangen? Mit unserer Differentialgleichung. Die zweite Ableitung der Auslenkung zum Zeitpunkt t ist minus die Federkonstante durch die Masse mal die Auslenkung zum Zeitpunkt t. Und die zweite Ableitung der Auslenkung ist gleichzeitig die Beschleunigung. Und damit erhalten wir: Ich ersetze jetzt die zweite Ableitung der Auslenkung durch die Beschleunigung. Und wir haben jetzt eine Formel für die Beschleunigung, das ist minus Omega Quadrat mal die Amplitude mal Sinus Omega mal t, Klammer zu. Und auf der rechten Seite kann ich S von t durch diesen Ausdruck ersetzen. So, schreiben wir das hin. Minus Omega Quadrat mal die Amplitude mal Sinus von Omega mal t ist gleich minus d durch m mal die Amplitude mal Sinus Omega mal t. So, nun können wir die beiden Seiten vergleichen und stellen fest, wir haben jetzt hier a mal Sinus Omega von mal t und hier a mal Sinus Omega mal t, und das sieht sich ziemlich ähnlich
Und der Grund ist, dass die Funktion der Position und die Funktion der Beschleunigung eine sehr ähnliche Vorschrift haben. S von t ist ja a mal Sinus Omega mal t und a von t im Prinzip dasselbe, nur multipliziert mit Minus Omega Quadrat. Das heißt also, das hier ist gleichzeitig S von t, wie hier. Und wenn dieser Faktor und dieser Faktor gleich sind, da ein Minus steht, da ein Minus steht, muss Omega zum Quadrat das gleiche sein wie d durch m. Und das schreiben wir jetzt hin. D durch m ist Omega zum Quadrat. Und jetzt können wir Omega ausrechnen, indem wir einfach die Wurzel ziehen, die Winkelgeschwindigkeit, die zu dieser Schwingung gehört, ist einfach minus d durch m. Halten wir also fest, für die Kreisfrequenz Omega, und das ist nichts anderes als 2π mal f eines Federpendels, gilt, Omega ist gleich die Wurzel aus der Federkonstante durch m. So, und das ist eigentlich die Formel, die wir in einem späteren Experiment überprüfen wollen. Und das ist übrigens auch die Formel, die ich verwendet habe, als ich bei AlgoDo die passende Kreisfrequenz ausgerechnet habe.